Jo, willkommen dann zu der Lektion von Haut. Haut geht es wie übersetzen ich ein Struktogramm an einen fertigen Java-Quellcode. Weil voilà, das ist Haut erschweißen. An der Carlos zählt ich für dich da, sie wird eine Klasse, die man schon vorbereitet tun, wo man dann die neue Methode mit der Bau. Ein Algorithmus aus den Heron-Algorithmus. Wir schon am Anfang von der Klasse schon bereit. Die steht schon durch Klasse Heron. Aber für die zu testen, wie wir schon die Klasse gesehen hatten, wir haben eine Hilfsklasse, die durch Cluster gebraucht, mit verschiedenen Printen, dass wir auch die Resultate können vergleichen mit dem richtigen Quadratwurzelrechnen. Okay. Mir würde das interessieren, dass diese Methode, die wir hier als Algorithmus haben, also als Java anzuwenden. Ja, eine Methode, die ihr wahrscheinlich nicht kennt und die ihr nicht muss verstehen. Wir werden euch dann erklären, einfach wie übersetzen ich in zu in den Struktogramm an den fertigen Quellcode. Voilà. Das ganze Prinzip ist, mir versuchen nicht zu verstehen, was hier steht, mir einfach dann nur die Regeln einfach aufwenden. Ja, Bis klappt. das hoffen wir mal. Voilà. Okay, Majo, dann gebe ich so hin. Dann gucken wir einfach Zahl für Zahl, wie funktioniert die Sache. Majo, schon die Signatur von dieser Methode steht oben am Titel von meinem Struktogramm. Double Calc Square Root und Double P-Arc als Parameter. Okay. Du vielleicht, Dann ja, muss das. der einfach im Java Da so irgendwie muss ich kreieren. Ich kann sie wahrscheinlich genauso schreiben, wie ich es am Titel login hinkriegen. Ja, das ist eine Public-Methode. habe. Ein Typ der Retour ein Double. Ja. Steht die da Marke ja. Der Name von der Methode Calc Square Root. Aufpassen, ob die Regeln stimmen. Die do Regeln sind identisch wie die Java-Regeln, die da geht. Parameter, wie ein Double. Mit dem Namen P-Arc, die sind auch nur Java-Regeln okay. Und Methode. Voilà. Voilà. Jo, und der Rest vom Algorithmus steht dann am Struktogramm, die könnt ihr dann die geschweiften Klammern ran. Okay, dann gebe ich so und fängt mal an. Die erste Geschichte, die erste Anweisung ist dann die do. Und das ist so viel wie setzt der Wert 0 an das Attribut Step Counter. Weil so ein Step Counter geht es schon, da tun wir als Attribut gelöscht, brauchen wir also nicht mehr zu deklarieren. Voilà, steht schon da. Und da brauchen wir just dann die Anweisung zu schreiben. Ganz Voilà. genau. Da haben wir noch den nächsten Step. Counter. Das gleich 0. Okay. Genau, nächste Zahl. Jo. Selbstes Prinzip. Der Wert P-Arc soll low an die eng Variable a gespeichert gehen. Hast froh, haben wir schon eine Variable a? Nee, was muss man machen? Das Da ist um muss man so Java, muss man den dann definieren für dich. definieren. Ja, auf der ist raus von einem Englisch, welchen Typ haben wir? Das ist ziemlich evident, wenn wir schon den Argument als Double haben, wir Ja. machen eine Affektation von dem, das muss mindestens ein Double sein. Ja, da Das gibt ist es kein nicht anderes true. Schwab. Das Genau. ist A, kriegt dann Der den Wert Wert von B P-Arc. hoch. Genau. Voilà, das initialisieren, den Ja, da machen wir A vielleicht ja, hoch genau den mal ein Wäsch, A. genau, sonst kriegen wir noch einen Fehler. Ich probiere mal direkt denke, jetzt kompilieren, vielleicht haben wir schon einen Fehler getippt. Ja, da steht der Return Missing Missing Return normal. Statement, normal, Ganz ich normal. denke, das Das müsste ich sind frei wir wieder im verstehen. Schluss. Ja. Den Gut. zweiten anderen. Ja, es geht auf dem Rhythmus weiter, weil die dritte Anweisung hi, als hol der Wert int, ersetze an eine Variable b dran. Das ist das Prinzip wie für drin, b haben wir noch nicht. Da muss man definieren. Heißt, das ist eine Schwierigkeit am Struktogramm, sind die Typen. Ja. Gehen. Da muss ich wissen, was für Typen sollte B kreieren. Aus Erfahrung, wie das mit Algorithmus kennen, wissen wir, dass denen Double muss gehen. Das wissen wir. Wenn ihr das nicht wisst, dann muss ich ein bisschen probieren. Oh ja, du kannst eventuell auch probieren zu gucken, wie geht es hier weiter. Und da finde ich vielleicht irgendwann ein Keier die Zeile a Voilà. plus b geteilt durch 2 als a. Und du merkst den, okay, du gehen die zwei Variablen a und b gemixt. Und hier gehen sie Affektation von irgendeiner Division. Ab Ja, P8 kriegst du ein Double, da okay. kommt automatisch da der B. Ja, denke schon, das können die vielleicht, ob die das doch ein bisschen doppelt sehen. Wenn nicht, dann sieht er dann spätestens beim Compile-Fehler. Also die Ganz falsche genau. Tipp geholt, ne? Genau. Voilà, das sind die einfachen Sachen. Schulen Wert den do, den Doppelwert, und ich setze den an eng Variable Precision.
die wir nicht tun. Das selbst Prinzip. Selbst Prinzip muss ich dann halt deklarieren. Mhm. Mit einer Initialisation direkt Präzision. Das ist noch einmal richtig Java. Du musst effektiv ein Doppel, wenn ihr das nicht merkt. Ja, spätestens low. Ja. Du musst gucken, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, plus 1, 8. Ja. Uff! Das war komplizierter Wert. Ja. Und dann? Jo, wie geht es noch weiter? Look and effektiv die erste Klangschwierigkeit hier. Und zwar die nächste Instruktion, die sitzt hier. Die geht von da bis da. Ja, effektiv, das ist mir ein großes Cast, das kann ja. Ja, sie ist mir groß. Und da müsst ihr auch ziemlich gut rüber können und sie ist Thomas ziemlich präzise. Jo, was ist da dort denn? Das müsste ein If am Java. Ein If sein, ja. Der V für vrai, den F für faux. Ja. Und da muss ich den dann Telkern irgendwie dann am Umfang. Okay, und das heißt dann, was schon mal? Das ist Kondition, effektiv. Ja, das ist eine Kondition, logisch. Voilà, kurz ein Als, hey? Den ist idle. Den Ensemble wie bedeutet dann idle, effektiv. Da brauchst du kein Als. Da programmieren wir kein Als, voilà. Ja, okay, okay. Dann machen wir nochmal If. Ich schloss noch eine Zeile dazwischen. Wie das ich noch gut gesagt habe, das ist ein mehr Spezielles. Klammer auf Klammer zu. Ich meine dann noch direkt den Block dahinter. Und dann meine Kondition. Einfach Kondition aufschreiben. Ja. Wie klein wie 0. Ja. Die ist so identisch. Wie klein wie 0. Ja. Und dann der Blockband dran. Dann ja. Suche Java. Was soll geschehen, wenn das dort der Wauer ist? Dann machen wir Return, der Wert minus 10. Strichpunkt. Voilà. Das müsst du sehen. Das müsst dann noch alles sehen. Für den Block da, ja, mir kein Else, hat man gesagt. Ja. Ich kann nicht mehr, dann hat ein Else, mir bringt ja, das nicht. Ich meine, die können wir uns schenken. Dann ja. Können wir dann weiterfahren. Yes, die nächste Anweisung. Ja, auch die aus mir großer Block, da muss ich noch aufpassen, dass ihr gesagt, wo ihr nur noch abhält. Na, den da. Ja, ja, effektiv, den ist auch. Ein ist ziemlich groß, an effektiv, in dem sich nicht so einfach liest. Ja, voilà, die besteht dann rum aus zwei Stücken und sich. Tonke, mat, Punkt abs a minus b, Migrosi Precision, macht das dort, dann kann ich länger eine Farbe. Was soll geschehen, wenn das dort war? Voilà. Okay, die dort drei Anweisungen dann dort dran, voilà. Okay, die dort Struktur. Tonke, also weil, ja. Kondition, kann ich auch Telkern am Java. Das ist gut, dass da Mat-Punkt absteht. Weil normalerweise steht immer so die zwei vertikalen Striche für mathematisch absolut werden. Aber wir wollten halt viel das Leben nicht so schwer machen. Und gedacht, okay. Da können wir das selber machen. Ja. Weil, ich meine direkt meine Kondition, auch direkt mein Block. Ja, da vergesse ich das nicht. Kondition muss ich telkel aufschreiben. Ja. Den Absolutwert ABS von den A minus den B, meine Telkel. Und dann mehr groß. Wie der Wert für Precision. Ja. Tipptopp. Dann am Block dran. Voilà, look at the Block. Ja. Drei Befehle. Ja. Ja, die nächste Anweisung, die ist zum Block. Was dann die da? Ja, was ist die da? Oh, das ist ein Plus-Plus, dann ist das ein Increment. Das ist mein Step-Count am End und Loot. Ja. Probieren wir den einfach so zu programmieren. Step Counter. Ah, aufpassen, ein C muss auch dementsprechend groß geschrieben gehen. Und da plus plus. Ich kann doch ausgleich Step Counter plus 1 mit der Tonne so ein bisschen nach Vorliebe, genau. Der nächste Befehl. Ja, das geht los so weiter. Vielleicht machen wir das eine lange Etappe. Genau. Okay, nächste Anweisung, die da. Und dann zum Schluss die High. Und dann als also Wild. So. Ich bin mal just froh, dass eine Division. Ja. Java, das muss man aufpassen bei den Ganzzahlen. Du musst mal aufpassen, ob deine Division entier oder deine Division normal ist. Hier haben wir zwei Doppeln, da haben wir zwar kein Problem. Nein. Weil A und B sind Doppels, der Ganze geht ein Doppel, gedeelt durch 2, dann 2 geht als Doppel umgewandelt. Da haben wir immer ein Doppel. Das haben wir kein Problem. An das Strukturama, wenn man eine Division hat, muss man immer aufpassen, was da gemeint ist. Weil es gibt keine Division entier am Strukturama. Nein, das geht nicht. Muss man ein bisschen aufpassen, effektiv. Ja. Hätte ich noch können 2.0 schreiben, aber es ist nicht notwendig, weil dann der Cast automatisch geschieht. Der ist dann einfach dahinter. Ja. A ist gleich, Komma,
a plus b. Wenn Klammern da sind, dann muss ich das auch selbstverständlich machen. Mhm. Und dann zeige ich mal b. B ist gleich den Arg geteilt durch den a. Und dann hast du im Prinzip mein Block auch fertig. Ja. Speichern lenken, ja. Das sind wir nie. Und dann können wir den, was noch am Schluss bleibt. Ja, da muss ich gut so passen, dass ich den Struktogramm richtig liest. Weil es fehlt mir noch eine letzte Anweisung. Und froh ist, wo ist die dort? Wo ist der Return A? Ich habe mal gewinnt. Ich gucke noch ein paar Worte der ersten Linie. Da stelle ich fest, ja, sie sitzt an demselben Niveau wie die dort. Das heißt, sie ist außerhalb vom While, das gesagt hat. Ja, ja. Und, dann muss ich dann, die auch dann denke ich, fährt es einfach so weiter wie all die anderen Anweisungen noch. Genau. Das ist dann was denn am selben Niveau. Ja. Da muss ich noch hin. Return, und da steht einfach den A, fährt, voilà. So, wenn man noch nicht vergisst, so meine ich, müsste das gewesen sein. Denke ja. Ja. Ich bin immer den denke ja. Kein Fehler. Oh, gut. Das ist, es geht nur zur Methode für das Testen. Entweder, wir machen ja noch ein Objekt, mit dem Münchenwort, ja. Können wir ein Kämmer machen. Können wir ein Kämmer machen, vielleicht Fenster da ein bisschen. Und dann ja. Die Heron Class, dann spielt halt keine Rolle. Ich muss es just heute ein bisschen noch abbringen. Hier steht mein. Rechts Mausklick. Ah, Double get square root. Geht double. Da kann man zum Beispiel irgendeinen Wert abrufen. 16. Quadratwurzel von 16. Ja, das müsste noch just gehen. Das müsste feier gehen. Und ich kann noch feier als Resultat. Das prinzipiell geht als ein Algorithmus. Ja. Aber, wir hatten schon gleich gesehen, man denkt, Hilfsklasse, die wir hier gebaut haben, können wir dann mehr Sachen testen. Ja. Der Schuss nach oben zu starten. Klick. Klick. Voilà. Heute bereit in den zu gehen. Da tun wir eine spezielle Main-Methode. Prinzipiell nie etwas angehen. Voilà. An und wird heute. Der Programm wird alles dann für Sachen geschrieben. Erstens der Wert, den man hat, und der Feier. Und wird dann zwei gerechnet. Die Top, pro Schritt. Haben wir nicht. Dann S-Square Root. Das ist die Mathematik. Quadratwurzeln wird auch dasselbe herausfinden bei 4. Schon nicht schlecht. Aber bei 4 ist es noch okay. Das ist doch okay. Mhm. Nur bei 2. Quadratwurzeln 2. Und 4 auch kurz erquatscht. Da ziemlich viel präzise, wenn ihr guckt, was das Resultat vom mathematischen Square ist. Ja, bis auf die letzte müsste das natürlich klappen. Dann nehmen wir ein End, dann tun wir ein End. Mit dem können wir wahrscheinlich mit der Präzision wahrscheinlich nicht. Nein, können wir nicht hin. Wir hatten ja Präzision, hat man dann 15 Stellen. Voilà. Ich meine, wir kriegen wir nicht hin. Ja. Dann haben wir dann schon einen Algorithmus, den wir nicht kennen, implementiert, aber ich habe auch nicht viel. Komplizierte Sachen hinzukriegen. Mir so und ich dann, merci für den Lauschen. Bis nächstes Jahr.